Hallo und herzlich willkommen zu Skyforge. Hier seht ihr mal den Berserker. Ja, als allererstes hole ich mal aus. Normalerweise spiele ich den Kyromancer, und also den Kälte, Frost, Heinz, Zauberer oder wie ihr ihn nennen wollt. Ist egal. Und ich bin hier zu einer Mission gekommen, wo ich den Berserker mal spielen konnte. Und zwar mit allen Fähigkeiten. Ja, so deswegen zeige ich euch das. Ja, die Bilder von Skyforge sind soweit recht gut und ja. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen, weil gleich komme ich zu einem Bosskampf. Dann erzähle ich mir von dem Berserker. Noch was zu Skyforge selber. Der Service hier stimmt auf jeden Fall. Ja, kann ich nur sagen, denn ja, am Anfang von der Beta gab es erstmal eine Stunde Probleme. Keiner konnte sich einloggen. Da stand bei Twitter, wird ein Hotfix gemacht. Dann konnte man sich einloggen, ist immer wieder rausgeflogen. 12 Stunden später hatte man eine Warteschlange von 300 und aber innerhalb von 24 Stunden wurde das geregelt. Und da könnten sich andere Games schon eine Scheibe abschneiden, und zwar nicht in der Beta, in der Closed Beta, sondern beim Release habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Ich erinnere gerne mal an Arch Age, wo dann den ganzen Tag nichts ging zum Einloggen. Dann ging man zum Einloggen, dann musste man 2,5 Stunden warten, konnte eine halbe Stunde spielen, flog raus und musste wieder 2,5 Stunden warten. Das Ganze ging locker eine Woche, wenn nicht noch länger. Ja, und die haben das innerhalb von 24 Stunden geregelt. Finde ich sehr gut. So, jetzt aber zu Skyforge. Ja, die Grafik, finde ich, sieht wirklich wunderbar aus. Das Spiel wird free to play, wer noch nicht weiß. Und es spielt sich eher wie Guild Wars, also ein Action-MMO. Ja, nicht wie WoW, ihr klickt einen Feind an und habt den dann immer im Visier. Nee, ihr müsst schon selbst zielen, ihr müsst aktiv ausweichen, ja, und vor allen Dingen, ihr müsst treffen, ja, sonst kriegt der Gegner keinen Schaden, ja, und das gefällt mir relativ gut. Ja, und wie gesagt, normalerweise spiele ich den Kyromancer, und jetzt habe ich hier den Berserker, den wollte ich euch mal zeigen, und zwar mit allen Fähigkeiten ist er am Start, ja, er haut ganz gut rein. Jetzt weiß ich nicht, wie relevant das ist, die Aussage hier, weil, ich kann euch ja alle Fähigkeiten zeigen, kann euch zeigen, was er hier macht mit den Viechern, aber jetzt, wie stark das Schwert ist, wie stark die Sprüche sind, im Gegensatz zu Normalfall, wenn ihr ihn levelt, könnte ich natürlich nicht sagen, da den einzig allein dazu mal zu zeigen, was so ein Berserker alles kann, ja, und das gefällt mir relativ gut, muss ich sagen. So, jetzt lassen wir den Typ hier außen vor und gehen mal da hoch, und hier gibt es so einen Zwischenboss. Ich finde den Zwischenboss härter wie den Endboss. Und zwar kommt da der Kerl hier, auf den müsst ihr draufhauen, und dann kommt noch ein anderer Boss aus der Kiste gesprungen. Der gibt den immer Shield, und deswegen müsst ihr dann auf den anderen Typ wechseln. Und jetzt ja, könnt ihr euch mal angucken, was der Berserker so drauf hat. Der knallt da ziemlich gut drauf, kann ausweichen. Jetzt müssen wir auch ausweichen. Wir müssen jetzt hier zum zweiten Boss gehen und den vermöbeln, dann wird er wieder abhauen. Hier in den Wasserpfützen kriegt er Schaden und ihr müsst aktiv ausweichen. Ihr seht mal, der Berserker, der haut da ziemlich gut rein. Ach ja, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, oben seht ihr Lebensbalken, da steht eine 5 bzw. eine 4. Das heißt, da sind noch 4 Lebensbalken und 5 Lebensbalken über von den Viechern. Ja? Deswegen, da müsst ihr richtig draufhauen. So, jetzt müssen wir da auf die Wassertussi die ganze Zeit draufhämmern, bis sie wieder sich verpisst in ihren Container. Das ist jetzt soweit. Und jetzt können wir den Dicken hier wieder zu Leibe rücken. Ja? Und zwar mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Der Berserker ist ein Nahkämpfer, der hackt drauf, dem sein Messer ist hier gleichzeitig auch eine Kettensäge, ja. Der kann da übelst dran rum malträtieren. Ja? Und der geht ganz gut ab, muss man sagen. So. Ihr müsst immer ziemlich flott sein, ihr müsst aufpassen, ihr müsst gucken, was er macht. Ja? Wirklich, ihr müsst dabei sein. Nicht immer, ja, WoW-like, 1, 2, 3, 4 und wieder 1, 2, 3, 4, ja, und dann schön stehen bleiben und einfach immer weiterkasten. Das funktioniert hier so nicht. Ihr müsst schon euren Arsch bewegen und dementsprechend ausweichen. Ja, ich weiß, muss man WoW teilweise auch, aber diese easy Reihenfolgen, finde ich, sind hier nicht so gegeben, ja. Und ja, ich finde, das macht das Spiel auch ein bisschen interessanter, dass du auch selber zu erzielen musst. Ja? Es gibt in dem Spiel sehr viel PvE. Es gibt aber auch PvP.
Das sind teilweise Innis, teilweise Instanzen, wo ihr mit mehreren Leuten rumrennt. Also, sagen wir mal, eine Open-World-Instanz. Da kann jeder rein. Ihr könnt mit denen zusammenspielen oder auch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall auf jeden Mob draufhauen. Ja, da bekommt der andere nix weggenommen und ihr müsst jetzt nochmal warten, bis der wieder spawnt. Also das, finde ich, haben sie hier prima gelöst. So, jetzt guck mal, jetzt schenke ich dem Typ. Ersten habe ich schon erledigt, dem schenke ich hier jetzt auch noch schön ein. Ja, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die der hat. Ich drücke einfach will quasi andere, alle Knöpfe. Ne, ich sag mal, ich habe schon einen Teil mit dem hier gezockt und weiß jetzt, wie das abläuft. Und jetzt habe ich die Tüten zerhackt. Das war das Gameplay hier von dem Berserker, ja, finde ich richtig gut, schön gemacht, nahkampfmäßig, wie gesagt, wie aussagekräftig das ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, was sie dem für Klamotten gegeben haben hier in der Mission und wie stark die Sprüche hier sind, ja, ob das genauso ist, wenn ihr den normal spielt. So, verschiedene Klassen, ja, das Ganze ist Free-to-Play, es gibt hier Einsteigerpakete. Oh, hier, guckt euch mal die Grafik an. Genau, ich habe hier einen kleinen Schwenk gemacht. Ihr seht jetzt noch ein paar Grafiken. Also, das Spiel ist Free-to-Play. Es gibt Einsteigerpakete für 20, 40 und 60 Euro. Da gibt es verschiedene Sachen bei. Aber man muss kein Paket kaufen. Ne? Das muss man nicht. Ja, und die Grafik, guck mal, ist wirklich super geil gemacht. Ja, finde ich sehr schön. Denn, ja, man muss kein Paket kaufen. Man kann sich alles selber freischalten. Wirklich alles. Man kann sich auch alle Klassen freischalten. Gibt ja keinen Kaufzwang, soweit ich bis jetzt festgestellt habe. Ja? Ich kann das Spiel auf jeden Fall nur empfehlen. 1 Million Leute haben sich für die Beta angemeldet. Ja? Und ich denke mal, hier nach der Closed Beta, wo Videos gezeigt werden dürfen, wird sich das noch erhöhen. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus, finde ich. Ja? Wirklich, guckt euch das an. Sieht toll aus. Das hier ist so eine Open-Instanz quasi, wo mehrere Leute rumrennen. Ja, richtig geil gemacht mit verschiedenen Quests, verschiedenen Zonen. Seht ihr schon unten rechts auf der Map. Da sind verschiedenste Aufträge, die ihr erledigen müsst. Also ist für jeden was dabei. Diese Missionen kann man immer, auch Einzelspieler-Missionen, die sind so genannt, die kann man mit 1 bis 3 Spielern spielen. Aber ich habe auch schon Instanzen gesehen, wo 20 Spieler benötigt werden. Ja. So, natürlich gibt es ja auch PvP und ihr seht hier ein bisschen PvP, ich renne hier ein bisschen rum. Erste Versuche, ah, der Lonely Wolf ist auch da, die alte Gurke, der kriegt jetzt erstmal auf den Kopf. Bom, weg ist er. Ja, und dann hier bekämpft man sich und zwar jeder gegen jeden, 6 gegen 6 oder im Team 3 vs 3, habe ich bis jetzt gesehen. Ob noch weitere kommen, weiß ich noch nicht, ja. Aber ich wollte euch ja nur mal kurze Einblicke zeigen. Ne? Ja, wenn ihr euch das Spiel interessiert, guckt nach, sucht nach Skyforge, seid nicht so faul, googelt selber Skyforge. Ja, ich habe jetzt hier keinen Link eingebaut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, habe die Erde. Tschüss. So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe die Erde. Tschüss.